Hallo meine lieben Xenomorph-Freunde und auch Facehugger-Freunde, heute wird gerankt. Nämlich vom schlechtesten Alien-Film bis hin zum besten Alien-Film. Ich bin super überrascht über die Menge an Leuten, die hinzugekommen ist auf diesen Kanal, seitdem ich über Alien gesprochen habe. Und es wurde tatsächlich darum gebeten, ein Ranking zu machen. Und darum geht es heute in diesem Video. Hi, ich bin Nadia, das ist Nerdseeker und willkommen auf dem Kanal, auf dem ihr mit Videos zu Filmen und Serien verschiedener Franchises versorgt werdet. Heute, wie gesagt, geht es um Alien, wobei einmal der Disclaimer, ich werde die Alien vs. Predator Filme nicht mit reinnehmen ins Ranking, da ich nach ungefähr einem Drittel des ersten Alien vs. Predator aufgegeben habe. Vielleicht werde ich das irgendwann mal nachholen, jedenfalls konnte ich das nicht mehr im Zuge dieses Videos tun. Aber da nächstes Jahr auch noch eine Serie rauskommt zu Alien, werden wir definitiv öfter über Alien sprechen und Sachen ranken und einordnen. Fangen wir doch erst einmal mit dem letzten Platz an. Wobei ich gestehen muss, ich bin mir nicht so ganz sicher, welcher schlechter war. Alien 3 oder Alien Resurrection? Ich glaube aber, dass ich tatsächlich Alien Resurrection nochmal einen Teil schlechter fand als Alien 3. Warum? Es wirkte alles so verdammt lieblos. Nicht nur, dass wir alles schon durchgekaut haben und bla und bla und bla. Der Film wirkt so verdammt lieblos. Sigourney Weaver hat im ersten Teil, über den werden wir später sprechen, ja auch nicht die perfekte Glanzleistung gebracht. Aber in dem Teil, gut, sie ist nicht mehr menschlich, sie ist ein Android, ist sie einfach verdammt lieblos. Also ihr Acting und ihr Charakter, der eigentlich das Herz der ersten drei Alien-Filme war, ist halt einfach dahin. Und das finde ich, ist so ein bisschen wie, oh, Tony Stark hat sich geopfert, lass uns ihn wieder zurückholen mit als Victor Van Doom. So fühlt sich das an. Also ihre Legacy, die sie hinterlassen hat, weil sie die drei Filme so stark aufgebaut hat als Ripley, ist irgendwie, fühlt sich nicht richtig an. Und irgendwie ist der Film viel zu over the top. Ich saß, erschrocken habe ich mich bei dem Teil mittlerweile auch gar nicht mehr und geekelt auch nicht. Und ich bin wirklich sehr schreckhaft. Wer mich kennt, weiß das. Wer mich noch nicht kennt, es gibt Footage von mir, wie ich mich bei Alien Romulus dauernd erschrecke und es gibt einen Clip auf meinem Gaming-Kanal, wo ich Alien Isolation spiele und nur am Panik schieben bin. So schreckhaft bin ich. Und da ich kein Fan bin, Filme zu shit-talken, ohne es konstruktiv zu machen, gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Platz, weil zu Alien 4 fällt mir einfach nichts mehr ein. Kommen wir zum nächsten Platz. Alien 3. Habe ich ja gerade schon gesagt, die beiden Filme tun sich nicht viel, aber Alien 3 war von der Idee des Kultaspekts für mich zu weird. Also das hat mich nicht angesprochen. Das ist ja auch alles hier, was ich sage, eine sehr persönliche Meinung. Jeder hat eine andere Meinung. Jeder kann mir sagen, boah, Alien 3 ist der beste von allen. Ich werde widersprechen. Das heißt aber nicht, dass der Film nicht für jemand anderes tatsächlich der beste ist. Alien 3 für mich war allein schon mit dem Vieh, was da gestorben ist und woraus das Alien rauskam, auch wieder zu over the top und der ganze antifeministische Aufbau, also die Männer, die da in ihrem Kult sind und dann diese ganzen Bösen und ich fand es schon sehr bedrückend zuzusehen, wie eine Frau alleine unter all den Männern ist. Gut, Ripley hat sich das nicht ausgesucht, dass sie da gelandet ist, ne? Ist eine Sache, aber irgendwie fand ich den Film zu lang. Also der Film war der erste, wo ich sage, boah Junge, der ist viel zu lang, komm mal zum Ende, schlachte die Dinger einfach ab, etc. Und er gibt trotzdem noch ein bisschen mehr Satisfaction als Alien 4 irgendwie, weil ich finde halt der Heroismus von Ripley tut so ein klein wenig was und gibt ihr eigentlich ein Ende, was ich mir auch schon denken konnte, dass sie so enden wird, dass sie sich halt selbst opfert und blabiblub. Aber dann deswegen war 4 halt für mich noch schlechter, weil sie hat sich hier geopfert und 4 macht das Ganze irgendwie wieder kaputt. Und den 3 hat mich einfach nicht angesprochen. Ich fand ihn deswegen unterdurchschnittlich und deswegen auch auf Platz 6 von 7. Platz 5 ist einer der Prequels für mich, nämlich der zweite Prequel-Film, Covenant. Ich fand die Fortsetzung von dem, was wir in Prometheus gesehen haben, einfach lächerlich. Gut, diese zwei Alien-Filme generell waren ja auch schon lange kein Horrorfilm mehr. Also das war für mich auch kein Psycho-Thriller, kein Psycho-Horror. Das war für mich eigentlich ein Abenteuerfilm. Fast schon wie der vorletzte Indiana Jones, dessen Titel ich gerade nicht mehr im Kopf habe. Aber es war ja der Tempel, der mit dem Kristallschädel, wo die Aliens runterkamen.
Ich fand's zu viel. Michael Fassbender hier hat ein gutes Acting gemacht und der Charakter ist interessant, aber es ging zu sehr ins Darwinistische und zu sehr in diesen... hat mich zu stark dann wieder an Alien 3 erinnert, wo es wieder um was Kulthaftes, was over the top, das ist glaube ich der Punkt, over the top. Und dann denke ich mir auch so, hat man nicht aus den Fehlern früher gelernt? Die zwei Prequel-Filme, die halt 2012 und 2017 rauskamen, sind ästhetisch auch eine andere Bildwucht. Spielt halt woanders und theoretisch funktionieren sie als Prequel, aber sie haben nicht wirklich was von Alien mit dabei. Es ist, spielt halt deutlich vor Alien 1 und es ist halt immer so eine Sache, ein Prequel kann funktionieren, ein zweites Prequel kann auch funktionieren, aber ein zweites Prequel in dem Falle hat nicht funktioniert. Ich glaube, Michael Fassbender macht aber sehr viele Fehler wett. Wenn man bedenkt, dass er ein Android ist und plötzlich so darwinistisch, over the top und evolutionär denkt, finde ich, kam die, wie, also ich müsste den Film jetzt auch nochmal gucken, obwohl ich ihn erst vor 2-3 Monaten geschaut habe, um zu sagen, ob das alles so für mich Sinn ergibt, aber irgendwie war da für mich dann schon wieder, er ist ein Android. Auf einem verlassenen Planeten. Kann er sich selbst eine eigene neue Direktive geben? Das kommt mir gerade so in den Kopf, aber ich erinnere mich auch nicht mehr an die Details, weil ich halt eben ihn doch eher in der unteren Hälfte ansiedeln würde in meinem Ranking. Und trotz langem Überlegen muss ich immer noch gestehen, ich bin mir unsicher, wer auf dem nächsten Platz bei mir ist. Aber ich tendiere zu sagen Prometheus. Prometheus hat mir dafür, dass es ein Prequel ist, das eigentlich eher so minimal über, ja, sozusagen durchschnittlich ankam, mit einer neuen Idee, nachdem ich wirklich Alien 1 bis 4 als Marathon durchgesuchtet habe, hat mir sehr gefallen, weil es eben ästhetisch anders war, die Storyline war eine andere, wir haben neue Charaktere, sehr viel Ekel und einige wenige erschreckende Sachen, aber die Charaktere waren deutlich nahbarer und interessanter. Und Michael Fassbender hier war der richtige Punkt von Android und böse, gut, anders eben als dann im nachfolgenden Teil des Prequels Covenant. Bei Prometheus habe ich auch noch mitgefühlt, bis zu einem gewissen Punkt. Ich fand auch unsere Protagonistin nicht verkehrt, wenn es mal wieder eben eine Protagonistin gewesen ist und nicht ein Protagonist. Da muss ich sagen, nervt es schon irgendwie, weil was Sigourney Weaver auf die Beine gestellt hat, kann keiner reproduzieren. Da kommt man nahe ran, aber man kann es nicht 1:1 wiederholen und das finde ich, braucht man auch nicht anstreben. Da kann man halt eben auch einen Kerl nehmen, der überlebt. Ich fand die neuen Ideen, die Prometheus gesetzt hat, halt super interessant. Und als Vorgeschichte hat man da auch noch die Spannung gehabt, oh, wie kann ich das jetzt mit Alien verbinden? Auch wenn es weit entfernt und nicht komplett direkte Verbindungen zu Alien gab. Und es ein bisschen losgelöster gezeigt wurde, auch wenn es offiziell als Prequel gilt. Aber es hat deutlich mehr Spaß gemacht, diese Verbindungen zu suchen und sich zu denken, okay, das ist in der Zwischenzeit passiert, das hat dazu geführt oder das hat eventuell dazu führen können. Und in allem finde ich Prometheus halt nicht sehr gelungen. Auch mit dem Zeitdruck, auch mit den verschiedenen Charakteren und verschiedenen Direktiven und verschiedenen Zielen, die die verschiedenen Charaktere hatten. War nicht nur rein Abenteuer, es gab einen gewissen Mystery-Aspekt, wo so ein bisschen Agatha Christie-mäßig so ein bisschen, ja, okay, wer ist jetzt der Böse? Wer hat irgendwo was geplottet? Da hat so Knives Out-mäßig, kann man das auch ganz gut vergleichen. Und das ist das, was mir gefallen hat an dem Film. Wobei eben dann auf dem nächsten Platz für mich Alien Romulus ist. Auch wenn ich enttäuscht war, wie ihr in meiner Review gehört habt. Die Review, falls ihr die noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch irgendwo. Was Alien Romulus gut macht, ist, nach einigen Jahren der Pause wieder in eine Zeit einzudringen, die man kennt und die man als Alien-Liebhaber auch wirklich lieben gelernt hat. Es hat einige paar originelle Ideen, aber die Charaktere sind deutlich nahbarer. Sie sind gut geschrieben. Der Nervenkitzel ist da. Die Horrorelemente sind da. Die Bildästhetik, der Sound, alles, was ich, trotz dessen, dass ich Alien erst 2024 gesehen habe, no, I'm not kidding, sehr schnell lieben gelernt habe, auch wenn der Film aus 79 war der erste. Und ich glaube, der zweite war 81. Bin mir nicht so ganz sicher, aber nichtsdestotrotz fand ich Alien Romulus eben dieses alte heimische Gefühl von dem Kultfilm war da und das ist das Wichtigste, glaube ich. Er hat mich sehr oft erschrocken, ich habe sehr oft geschrien, ich habe mich sehr oft auf meinen Stuhl gesetzt und die Beine angewinkelt,
Man sieht es im Infrarot-Footage vom Screening, auf dem ich gewesen bin. Aber er hat halt wenig neue Aspekte gebracht, obwohl er in einer Zeit spielt, wo wir eine lange in der Lore und Timeline Zeitspanne haben, in der man so viel mehr hätte machen können. Und er macht ähnliche Fehler. Er macht einen Mischmasch aus allen anderen Sachen, die nicht überall Sinn ergeben, die teilweise fürs Auge sind oder teilweise eben für die deepen Alien-Fans, wie halt eben, Spoiler, no Spoiler, die Creature am Ende des Films ist ja irgendwo basierend auf Covenant und Prometheus, wo ich mir dann denke, okay, aber das sollten die da eigentlich gar nicht wissen. Theoretisch können sie das, aber eigentlich auch nicht. Und man kann das, es ist nicht unmöglich, aber es ergibt irgendwie keinen Sinn. Weil im Prinzip könnte man diese Zeitspanne zwischen Covenant und Alien 1 auch nochmal erklären. Aber lassen wir das lieber. Alien 1 ist auf Platz 2. Ich habe den Film tatsächlich nach Aliens, also nach dem zweiten Teil gesehen. Mir hat man erstmal Alien 2 näher gebracht und auf den ersten Blick, als ich Alien 2 das erste Mal gesehen habe und daraufhin Alien 1, im direkten Vergleich habe ich gesagt, ha, Alien 1 hat mir mehr gefallen. Wenn ich aber länger darüber nachdenke, nein. Alien 1 ist ein minimales Stück hinter Aliens, weil Sigourney Weaver hier noch nicht so ausschlaggebend nahbar für mich war. Also ich fand sie am Anfang relativ nervig in dem Film, nachdem ich sie eigentlich sehr stark mochte in Aliens. Und hatte mich auch gewundert, aber gut, ich habe es in der falschen Reihenfolge geschaut, also hat es dann auch wieder Sinn ergeben, warum das so ist. Alien 1 generell ist ein klein wenig angenehmer für mich von den anderen Charakteren. Es ist nicht so krass klischeehaft und die Schockmomente sind anders. Aber Alien 2 hatte einen größeren Nervenkitzel und diese Disparität im Inneren von Ripley war der entscheidende Punkt, warum ich Alien 2 auf Platz 1 setze. Der, fand ich, war für mich emotional ausschlaggebender und nahbarer und mitfühlender. Auch in den Charakterentscheidungen, aber auch bei den Soldaten, die an sich wie Kindsköpfe sind am Anfang in Alien 2. Ich weiß, ich verrutsche jetzt zwischen Platz 2 und Platz 1, aber ist ja kein Geheimnis mehr, dass Aliens auf Platz 1 ist. Die Soldaten habe ich am Anfang echt abgefuckt, weil ich mir dachte, boah, voll die klischeehaften Leute, auch die weibliche Soldatin, ich habe die Namen jetzt gerade alle vergessen, die da voll auf, boah, dicke Hose gemacht hat. Fand ich sau nervig am Anfang, aber die haben sehr schnell die Seriosität der Situation verstanden und haben für mich deutlich besser gehandelt, als zum Beispiel in Teil 1 einige Handlungen vollzogen wurden. Wenn man sich die Filme nochmal ein zweites, drittes Mal anschaut, vor allem jetzt, haben sie wahrscheinlich einen ganz anderen Effekt. Ich habe die Filme dieses Jahr alle das erste Mal gesehen und habe sie sehr schnell lieben gelernt. Und werdet hier und da auf jeden Fall noch Videos zu Aliens machen oder Alien, sorry. Wenn ihr zwischendurch irgendwelche bestimmten Wünsche habt, schreibt es mir immer wieder gerne in die Comment-Section oder schreibt mir auf dem Discord oder auf Instagram. Alien bekommt ja auch eine Serie, die nächstes Jahr rauskommt. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie diese wird. Mich hat die Story, das Franchise, auf jeden Fall gepackt. Alien 1 und Alien 2, daran kommt so schnell nichts ran. Alien Romulus ist ein sehr guter Versuch. Hätte er mehr Originalität, hätte er mehr Easter Eggs platziert, die nicht eine 1:1 Kopie gewesen wären, wäre der höchstwahrscheinlich auch besser platziert. Also Platz 3 ist sowieso schon sehr stark. Aber nicht stark genug, um die alten Kultfilme für mich vom Thron zu stürzen. Derweil bin ich gespannt, wie euer Ranking der Alien-Filme ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und vielleicht werde ich Alien vs. Predator nochmal nachholen und dann nach der Alien-Serie, die dann kommt, höchstwahrscheinlich dann nochmal ein neues Alien-Ranking machen. Keine Versprechungen, da ich nicht weiß, wann ich dazu komme, weil andere Serien erstmal Vorrang haben. Ansonsten danke ich euch fürs Hiersein, fürs Anschauen dieses Rankings, falls ihr zu diesem Punkt gekommen seid. Schaut euch gerne auf meinem Ko-fi um oder bei den YouTube-Mitgliedschaften, auf dem Discord, auf Instagram, auf meinen anderen zwei Kanälen, wo es auf jeden Fall das Footage geben wird, wie ich Alien Isolation gespielt habe. Nämlich auf Nerdzika X Gaming. Und schaut gerne auf Twitch vorbei und auf X und Threads. Bis dahin, bis zum nächsten Video, bleibt gesund und